So, hallo, wir machen weiter. Bei The Legend of Zelda Breath of the Wild. Das letzte Mal haben wir den Daruk-Abschnitt beendet. Und können jetzt den Revali-Abschnitt beginnen. Außerdem sind wir hier, weil ich noch in Mifas Tagebuch gelesen habe. Und war das traurig. War das traurig. Na schön. Der Orni-Abschnitt liegt vor uns und es ist mal wieder das Ding nicht aktiviert. Warum ist das denn immer deaktiviert? Das ist hier. Okay, da haben wir doch einen relativ guten Schrein in dem hier. Perfekt, nehmen wir den. Also Ablauf wird wieder so sein, ist ja klar. Wir quatschen kurz mit Kas bzw. Kawashima und dann bekommen wir wieder die Orte gezeigt und dann müssen wir die Orte finden. Hurray! Schauen wir mal, wie weit wir kommen in einem Part. Kommt halt darauf an, wie schnell die Orte gefunden sind und wie schwer die Quests dort sind. Mal gucken. Bestimmt wieder irgendwas mit Ringen durchfliegen. Na, schaffst du das, Link? Jawohl. Da hört man's schon. Wo laufe ich denn hin? Ja, nun. Aus irgendeinem Grund kenne ich das schon. Ich weiß auch nicht. Würde ich nie machen. Okay, das ist einfach. Und die anderen sehe ich noch nicht. Dieser Sternmoment hat 10.000 Jahre überdauert, weshalb es wohl gebaut wurde. Seit wann bist du denn da? Ich habe dich gar nicht gekommen gehört. So treffen wir uns wieder. Du hast wohl gehört, wie ich Selbstgespräche geführt habe. Sieh nur, genau wie ich gedacht hatte, es ist hier, das Monument aus dem unvollendeten Lied meines Meisters. Oh, welche Freude, dieses Lied vor diesem Monument singen zu können. Lass mich das Lied vortragen, das mein Meister mir hinterließ, diese Verse eher ein Revali, der sich der Prüfung stellt. So höre. Klingt jetzt nicht, als ob da ein Kampf dabei ist, wobei das mit dem Drachen könnte ein Kampf sein. Ich bin mir nicht sicher, wir werden sehen. Je öfter ich ihre Legenden höre, umso besser verstehe ich die Recken, so kann ich die grundlegenden Verse ergänzen. Wenn ich an jene denke, welche die Titanen steuerten, welche Tapferkeit. Oh.
Es liegt nun an mir, den Traum meines Meisters wahr werden zu lassen und das unvollendete Lied fertigzustellen. Für die Erfüllung dieses Traumes muss ich noch viel über die Recken lernen. Da trifft es sich gut, dass Theba und Canelli mir im Dorf der Orni einiges über den Recken erzählen konnten. Ah ja, da kriegen wir natürlich auch wieder ein Tagebuch. Lesen wir das vorher oder nachher? Das machen wir gleich. Bis das Lied fertig ist, ist mein Heimatdorf nur ein weiterer Ort auf meiner Reise, den ich passiere. Gut. Übrigens, sorry, wenn ich zu schnell rede oder so. Aber es kommt mir mal selber nicht so vor. Gut, das ist relativ einfach, denke ich mal, weil das ist direkt am Rand. Das könnte etwas interessanter werden. Okay. Das ist im Schneegebiet, ne? Scheiße, ich hab halt da kaum einen Schrein, verdammt. Ah! Fuck. Okay, das sieht wiederum machbar aus. Aber bevor wir uns darum kümmern, gehen wir erstmal zum Dorf. Ja, okay, das kann man auch so machen. Ei, das wird interessant. Also die zwei anderen, vor allem das Schneegebiet wird gefährlich, weil wahrscheinlich muss ich da wieder weit laufen, weil ich da keinen Schrein habe. Ah, das ist ungünstig mit den Schreinen. Wir werden sehen. Vielleicht ist es auch am Rand und ich komme da genau hin. Vielleicht genau da, wo das Flugding auch ist. Dieser Flugplatz. Ach ja, das Gesang. Dings war auch eine schöne Quest. Ja, doch, das könnte da drüben sein. Weil es muss ja eigentlich zu dem Gebiet noch gehören. Und das Hebra-Gebirge wäre ja schon ein anderes Gebiet eigentlich. Du bist nicht der, mit dem ich reden möchte. Gott, wo ist denn der? Also einmal natürlich der Häuptling und dann aber noch jemand. Theba, genau. Oh, der Häuptling hat dir also den Adlerbogen anvertraut. Das Ding ist zu schwer, um es in Fliegen zu verwenden. Es würde mich viel zu langsam machen. Wenn ich genauso schnell und stark wie der große Rivali wäre, sähe die Sache anders aus. Bei unserem Kampf gegen Medo konnte ich sehen, wie geschickt du mit dem Bogen umgehst. Deshalb habe ich vorgeschlagen, dir den Adlerbogen zu geben. Du kannst dein volles Potenzial vielleicht nutzen. Möge er dich immer begleiten, zusammen mit dem Geist der Orni. Nun denn, meine Wunden sind geheilt, da ist es mal wieder an der Zeit, um mit Tulin zum Flugplatz zu gehen. Ich hoffe, Tulin wird einmal ein tüchtiger Krieger wie der große Rivali. Vier Ziele prü. Oh! Okay, machen wir gleich. Erzähl mir von Rivali. Link, wir vom Stamm der Orni bewegen uns durch unsere Flügel, so wie die Vögel. Wir lassen uns vom Wind tragen. Aber auch wir können nicht aus eigener Kraft direkt nach oben steigen. Zumindest hatte mein Stamm das immer angenommen, doch das änderte sich mit Rivali. Er entwickelte eine Technik, mit dessen Hilfe er einen Aufwind erzeugen kann und senkrecht in die Höhe fliegen konnte. Wie du weißt, ist es ein großer Vorteil, sich über seinem Gegner zu befinden, dann ist man nahezu unschlagbar. Aber ich schwöre, dass es mir eines Tages gelingen wird, sogar noch besser als Rivali zu werden, dass es mir eines Tages gelingen wird. Und darum werde ich hart an mir arbeiten. Eines Tages werde ich Rivalis Sturm meistern. Also dann, ich werde mutieren. Okay, vier Zieleprüfung. Vier Ziele innerhalb eines Augenblicks treffen, und das hast du in einem Lied gehört? Das muss bedeuten, vier Ziele in kurzer Folge ineinander zu treffen. Wer könnte so etwas. Ah, Moment. Ich hörte einmal, dass dem großen Rivali etwas Ähnliches tatsächlich gelang. Auf dem Flugplatz. Na klar. Link, wirst auch du versuchen, das zu schaffen? Jupp. Dann haben wir den zweiten Ort auch schon. Jupp, mach das. Warte, warum? Was ist warte? Sobald ich deine Erlaubnis habe, gehe ich zum Flugplatz. Du darfst zum Flugplatz, um Gottes Willen. Pass auf dich auf. Komm, Tulin, wir gehen zum Flugplatz.
Warum hätte ich den denn jetzt, warum hätte ich den jetzt unbedingt hier behalten sollen? Vielleicht damit wir noch reden können oder sowas. Aber haben wir ja gemacht. Also dann, Link. Wir sehen uns auf dem Flugplatz. Jupp. Ja, ich komme auch gleich. Aber nicht sofort. Gut, zum Ältesten noch und dann. Hat Revali überhaupt Tagebuch geschrieben? Das wäre jetzt wieder so eine interessante Frage, ne? Liegt hier schon irgendwo eins rum? Nee, also hier sehe ich keins. Mal gucken. Ach, Fahrer des Recken. Ich kann dir nur wieder und wieder danken. So. Ich werde dir alles sagen, was ich weiß. Ah, oh, ich krieg sogar was über den Drachen erzählt. Ja, da, super. Dann habe ich ja die Orte auch so. Du interessierst dich für unseren Recken Revali? Na, und genau im richtigen Moment. Denn das Tagebuch von Revali wurde neulich gefunden und wir sind alle sehr aufgeregt, das Tagebuch eines Recken. Doch nur wenige haben das Recht, das Dokument wie dieses zu lesen. Ich habe also das Tagebuch in Thebas Obhut gelassen, da er Revali so verehrt. Ja gut. Da war ich gerade. Oh, das Tagebuch des großen Revali wurde beim Flugplatz gefunden, wo er ja so viel Zeit verbracht hat. Theba hat das Tagebuch mit zu sich nach Hause genommen. Okay, Drachen. Drache? Du meinst den in Flammen gehüllten Drachen? Wie es der Zufall will, wurde er in letzter Zeit tatsächlich öfters nahe der. Ach so! Muss ich so ein Viech abschießen? Nahe der Kukudia-Schlucht gesichtet. Er fällt sich etwas merkwürdig, also machen wir uns Sorgen, dass er es auf das Dorf abgesehen haben könnte. Da ist es jetzt die Aufgabe des Torwächters Masuli, diese Kreatur nicht aus den Augen zu lassen. Okay, Wiedersehen. Dann können wir gleich mal Punkte vermerken. Mit dem richtigen Knopf. Also. Erstmal kann das hier alles wieder weg. Nein. Also, das ist direkt am Rand und zwar oben am Rand und das ist bei was Rundem. Ach, das ist der Flugplatz. Okay, dann. Na, das ist der Flugplatz. Okay, das heißt, das, wo ich gesagt habe, das ist einfach. Das ist der Flugplatz. Gut. Nüch. Dann haben wir das hier. Das ist irgendwo in irgendeinem Schnee. Das ist doch. Das ist. Auf einer Spitze, auf einem Hügel irgendwie. Oh Gott, das wird interessant. Also, die wird wirklich interessant. Weil das kann ich überhaupt nicht einschätzen. Ich meine, was ich abschätzen kann, ist das, dass in der Nähe kein Wasser und nichts ist. Das ist nur Eis und Schnee. Und das sind so kleine Platten im Hintergrund. Aber ansonsten, oder ist das Wasser da? Wo wären denn so kleine Platten? Da unten waren wir auch noch nie, an dem Ukiyo-See. Der ist ziemlich groß sogar. Also den einen Ort kann ich überhaupt nicht abschätzen. Und das andere hat er gesagt, ist so eine Schlucht. Ist das hier diese Schlucht? Kukudia-Schlucht, genau. Das heißt, das müsste ich dann zumindest, diese Kukudia-Schlucht, müsste ich dann hier wieder erkennen. Ja, das ist eine. Okay, das ist die Kukudia-Schlucht, alles klar. Jetzt habe ich das so ungünstig fotografiert, dass ich nicht sehe, wo der Punkt ist. Willst du mich veralbern? Weil es da die Sonne drauf leuchtet. Ach doch, ich sehe den Punkt gerade so. Okay, das ist. Wo ist das gewesen? Da ist so eine Nase wieder, die rausgeht. Zum Glück ist die Kukuta-Schlucht gar nicht. Oh, vergessener Tempel. Da waren wir auch noch nicht. Aber wir können auch nicht alles machen. Es geht gar nicht.
Ist das hier die Nase? Nee, das sind. Oder ist das da unten? Wo ist diese Nase? Also das ist die Schlucht, das ist klar, aber dieses. Die geht da noch weiter, das heißt, es ist nicht da unten. Die geht da gerade runter dann noch. Dann muss das hier sein. Dann ist das hier irgendwo, würde ich sagen. Gut, den hier muss ich nicht markieren. Und das andere weiß ich jetzt nicht. Kann ich jetzt nicht zuordnen, so wirklich vernünftig. Ah, ist natürlich blöd, weil das ist genau der, wo ich keinen Hinweis für kriege. Scheiße. Und hier wäre es ja dann eigentlich schon das Hebragebirge. Das ist ja dann eigentlich schon aus dem Gebiet raus. Was ich mir nicht vorstellen kann. Egal, machen wir erstmal zum Flug. Ne, Quatsch, wir lesen erstmal Tagebuch. Das war's, was wir tun wollten. Ich habe heute wieder den Bogenschießwettbewerb gewonnen. Alle im Dorf reden von meiner Siegesserie. Ich habe neue Rekorde aufgestellt und unschlagbare Ergebnisse erzielt. Alle sind voll des Lobes und sagen mir, dass ich der Stolz des Volkes der Orni bin. Kein schlechtes Gefühl. Der Häuptling wollte wissen, was ich als Belohnung für meinen Sieg möchte. Einen Übungsplatz. Ich brauche einen Ort, an dem ich auf verschiedenen Höhenniveaus üben kann. Ich muss diese Technik perfektionieren. Heute habe ich wieder mit dem Bogen trainiert. Der Aufstieg nach dem Sturzflug geht mir noch nicht glatt genug. Ich werde auch morgen wieder zum Übungsplatz gehen. Dort kann ich mich verbessern und stärker werden. Die Kinder sehen zu mir auf und möchten auch hier trainieren. Vielleicht keine schlechte Idee. Morgen probiere ich etwas aus, das mir schon lange im Kopf herumgeht, wenn ich den Aufwind kontrollieren könnte. Ich höre immer wieder wilde Gerüchte darüber, dass die Fee Herongarnon wiederkehren wird. Vor ein paar Jahren wurde ein Relikt namens Medo in der Nähe entdeckt, mit dem Garnon wohl bekämpft wurde. Die Hylianer suchen jemanden, der dieses Ding steuert. Anscheinend kann das nicht jeder. Man benötigt eine Art heilige Kraft, um eine dieser Titanen zu steuern. Wenn man also eine Titanin steuern kann, bedeutet das, dass man über eine große Kraft verfügt. Vielleicht sollte ich ihnen helfen und es zumindest versuchen. Wenn ich einen Titanen steuern kann und die Verheerung besiege, kann ich der ganzen Welt meine Stärke beweisen. Die Prinzessin von Hyrule hat mich gebeten, eine der Titanen zu steuern. Was für ein absurder Plan. Die Titanen sind nur dazu da, einen hylianischen Ritter zu schützen, der es dann direkt da mit der Verheerung aufnimmt. Und ich bin nur als Unterstützung für diesen hylianischen Ritter eingeplant? Ich war drauf und dran abzulehnen. Doch dann sagte die Prinzessin etwas. Wir müssen alles Leben in diesem Land vor der Verheerung beschützen. Es klingt immer noch kitschig, aber in ihren Augen war zu sehen, dass sie es ernst meinte. Ich habe immer gedacht, dass Hylianer nur an sich selbst denken, aber es scheint Ausnahmen zu geben. Aus Respekt vor der Prinzessin werde ich doch noch etwas über meine Antwort nachdenken. Die Prinzessin von Hyrule kommt morgen, um meine Antwort zu hören. Ich werde ihren Vorschlag annehmen. Ich habe meine Technik fast gemeistert. Wenn alle sehen, wozu ich in der Lage bin, dann werden sie mich die Verheerung bekämpfen lassen und nicht diesen komischen Ritter. Ich sehe schon vor mir, wie der König, die Prinzessin und dieser Ritter mich regelrecht anflehen. Sie werden mich anflehen, die Titanen zu steuern und die Verheerung Garnon zu besiegen. Ich war zur Ernennungszeremonie in Schloss Hyrule. Jetzt trage ich den Titel Recke. Wenn Stärke nur von Uniformen und Titeln kommen würde, wäre jeder ein Recke. Aber der blaue Schal gefällt mir. Dieser nervtötende, stille Ritter hat wieder den ganzen Tag keine Gefühle gezeigt. Ich werde aus ihm nicht schlau. Ich glaube allerdings, dass es stimmt, dass er als Kind Erwachsene im Schwertkampf besiegt hat. Aber gegen mich hat er keine Chance. Niemand kann mit mir mithalten. Ach ja, ich sollte meinen Namen für meine Technik überlegen. Vielleicht Revalis Tornado. Heute war der Ritter zusammen mit der Prinzessin zu einem offiziellen Besuch im Dorf. Ich habe versucht, mit ihm zu reden, aber er war wie immer langweilig. Ich habe ihm Revalis Tornado oder wie ich ihn jetzt nenne, Revalis Sturm vorgeführt, aber keine Reaktion. Obwohl noch eine gute Chance bestand, dass das nicht klappt, habe ich ihm diese Technik gezeigt. Nichts. Also habe ich versucht, ihn etwas zu provozieren, aber auch da hat er nicht reagiert. Ich wollte nicht länger meine Zeit verschwenden und bin zu Medo geflogen. Was ist mit diesem Kerl los? Daruk erzählte mir, dass wir die Prinzessin nach Ranel bringen werden. Wir bringen sie zum Fuß des Berges und am Abend soll sie wieder zurück sein. Warum muss ich mich mit so einem Unsinn abgeben? Aber wenn ich an die Prinzessin denke,
Als sie mich bat, die Titane zu steuern, war sie sicher verzweifelt, weil sie ihre Pflicht nicht erfüllen konnte. Ich kann mich schwer in Leute ohne Begabung hineinversetzen, aber sie bemüht sich zumindest. Ich denke nicht, dass ich sie am Morgen begleiten kann. Aber vielleicht fliege ich abends hin, um sie zu begrüßen. Vielleicht ist dann ja auch ihre Siegelkraft erwacht. Tja, lief nicht ganz wie nach Plan, wa? Gut, das kriegen wir auch mal gelaufen jetzt hin. Das ist ja nicht so weit. Bis ich da mich porte, ist es wieder länger als alles andere, glaube ich. Ach, jetzt wird's kalt. Ja, natürlich. Wo ist es denn? Hä? Ah, hier. Und hier. Hat nicht gereicht, okay. Ach, hier. Geh mir nicht auf den Keks. Du geh mir auch nicht auf den Keks. So. Kuckuck, da bin ich wieder. Ah, du bist's. Warst schon eine Weile nicht mehr da. Wir haben gerade eben geredet. Jetzt, dass sich Mido beruhigt hat, übt auch Tulin wieder mit dem Bogen. Wenn du die Zeit hast, könntest du ihm einige deiner Tricks zeigen. Nimm's ihm nicht übel, wenn er sich etwas im Ton vergreift. Er eifert mir nach, aber er meint das nicht böse. 4 Ziele prüfen. Nein, den wollte ich nicht. Och. Ja, natürlich ist er da. Ja, 4 Ziele prüfen. 4 Ziele in einem... Das ist... Das muss bedeuten, 4 Ziele in kurzer Zeit hintereinander zu treffen. Wer könnte so etwas... Ah, Moment. Ich hörte einmal, dass dem großen Rival jetzt eigentlich tatsächlich gelang. Ja, ich würde das versuchen. Ja, aber muss ich jetzt einfach hier... Hallo, Link. Du kennst mich? Mein Papa hat mir von dir erzählt. Du bist doch Link, oder? Den Namen habe ich schon mal... auch schon mal gehört, da bin ich fast sicher. Jedenfalls, mein Papa hat gesagt, dass du total gut mit dem Bogen bist. Stimmt das? Kommt mir gerade. Das hier sind natürlich Link-Antworten. Das heißt, natürlich redet er. Aber naja. Natürlich. Du traust dir echt einiges zu. Dann zeig doch mal, was du drauf hast. Ich zähle die Zeit für dich runter und du versuchst vor Ablauf der Zeit so viele Ziele wie möglich zu treffen. Ja... Okay. Aber ich will auch 4 gleichzeitig. Also 4 hinter. Also, ne? Das ist, kann ich das jetzt gleichzeitig hier auch machen? Oder muss ich das machen, ohne dass es ein Spiel ist? Hey, na, jetzt. Das hat ja nicht so gut funktioniert. Ich wollte doch 4 gleichzeitig treffen, Mann. Nein! Ach Mann! Na toll. Na gut, dann mache ich jetzt halt erstmal das Normale hier. Oh, ich komme nicht hin. Okay. Kriege ich irgendwo noch 4 zusammen? Die einfach sind.
Schade. Okay. Das waren keine 4 Stück hintereinander. Aber vielleicht muss ich das auch außerhalb des Spiels machen. Ich weiß es nicht. Das war nicht schlecht, Link. Oh, Papa hat gesagt, ich soll dir dies zum Dank geben. Kopier das wieder und versuch es nochmal. Yay. Ich meine, ich glaube, ich... Ach so. Die leuchten jetzt. Das heißt, ich muss das schon hier machen. Oder wie sehe ich das? Also, welche 4 nehme ich denn am blödsten aus der Position? Das könnte ganz gut funktionieren. Nice! Normale Pfeile, ne? So, ist der da unten aufgetaucht? Ja, na dann, runter. Juhu. Rein geht's. Wie lange nehmen wir auf? Gut, machen wir noch den Schrein. Und vielleicht gehen wir noch zum Drachen? Ich weiß es nicht. Mal gucken. Kommt halt darauf an, wie lange der jetzt dauert. Führende Winde. Kann ich das mit irgendwas auslösen, ohne jetzt einen Pfeil zu verschwenden? Ich habe meinen Bumerang weggeworfen, ne? Ah, warte mal. Aber seit wann löst das... Hallo? Geht das nicht über Schütteln auch? Also wieso sollte ein Windstoß das auslösen, ganz ehrlich? Aber ich dachte, man konnte auch über Schütteln schlagen. Nee, irgendwie. Okay, kann man nicht. Ich hab den Bumerang nicht dabei, ne? Nein. Ach, Mann. Dann müssen wir halt doch einen Pfeil nehmen. Mein Gott, was soll's. Ich habe nur noch 8. Ich hoffe, ich brauche hier nicht 10.000 Pfeile jetzt. Das wäre echt ungünstig. Ich meine, ich kann ja Eispfeile nehmen und sowas, aber... ne? Und zwar nur hierfür, um hier hochzukommen? Na toll. Hätte man auch gleich hier starten können. Truhe scheint es zu geben. Also bisher sieht es noch nicht sonderlich... Ich sehe was. Gefährlich aus. Man kommt ja von überall nach überall. So, wie kann ich jetzt diese Dinger da kaputt machen? Das... Oh, da müsste ich ja Bombenpfeile reinschießen. Na gut, das kann ich ja tun. Aber das ist auch für eine Truhe, okay. Beziehungsweise kann ich vielleicht... Ah, ich könnte das anders machen. Dafür muss ich erstmal einen Eingang finden hier. Das ist zum Beispiel ein Eingang. Oh, ich kann das ver... Oh, geht das? Ob das reicht? Mal gucken. Sweet. Ach so.
gibt es also mehr solche Kammern. Ach so. Oh, scheiße. Das war knapp. Ach, lass mich doch da wieder rein. Ich hab's doch verstanden. Ich habe doch verstanden. So. Darf ich bitte da hoch? Danke. Darf ich bitte hier hoch? Danke. Sind hier die anderen Steine? Nein, dann auf der anderen Seite. Dann gehen wir einmal erstmal hier hoch. Oh, wo ist jetzt das? Wo sind jetzt die Steine mit der Truhe? Ah, da muss ich aber auch rein. Oder in der Mitte kann man auch rein. Okay. Ah, das ist der andere. Nee, das ist der oberste. Okay. Oh, scheiße. Oh, das war schon wieder knapp. Eieieiei. Wo ist denn jetzt die Truhe? Oder war da gar keine Truhe dahinter und ich habe mich da nur verguckt und es war schon der Dings. Nee, irgendwie muss ich hier ja auch noch reinkommen. Wo ist denn da der Eingang? Ja, das sieht aus, wie wenn ich da von oben reinkäme. Das hier war das mit den... Dann war da gar keine Truhe dahinter und ich habe mich nur verguckt. Ja, das sah dann wie eine Truhe aus. Okay, alles gut. Aber ich muss jetzt noch... Da muss ich noch einen Eingang reinfinden. Irgendwie. Also muss ich erstmal wieder überhaupt da hochkommen. Hier ist der erste gewesen, genau. Dann haben wir den hier. Dann haben wir den hier. Und dann... Komme ich da rein? Hä? Guck mal, das sieht aus, wie wenn das von oben irgendwie... Ich kann ja auch hier nochmal probieren, aber hier ist eigentlich nur der eine gewesen, ne? Da war nur der hier. Sonst war da nichts weiter. Ne, das ist nur der, okay. Also der ist da definitiv ganz alleine. Dann bin ich hier. Ist da der? Dann ist hier der und hier komme ich nicht weiter, weil mir der fehlt. Und ich nichts sehe. Kann ich mal da drauf stehen bleiben? Danke. Uah! Kann ich nicht. Da komme ich von unten auch nicht rein. Nee. Hä?
Geht's da unten vielleicht weiter, wenn man das aufgemacht hat? Ging da noch irgendwie ein Weg hoch oder sowas? Nee. Nichts dergleichen. Hä, wie komme ich da ran? Von wo aus komme ich an den ran? Da muss irgendwo noch ein Eingang sein, den ich noch nicht genutzt habe. Oh, scheiße. Okay, so nützt das nichts. Hä? Nee, von hier aus sehe ich halt auch nicht mehr. Okay, das ist jetzt schon so ein bisschen verwirrend. Ich habe bestimmt irgendwo irgendwas einfach nicht gesehen. Aber hier ist, da ist keine Lücke, da ist nichts. Ich kann da ja auch nicht, sicherlich nicht einfach was sprengen. Wäre Schwachsinn. Hä, den da habe ich, den letzten habe ich offen und den da finde ich nicht. Was? Was? Ich kann nochmal versuchen, da reinzugucken. Wo kommt der Weg her? Wie kommt man da rein? Da kommt man überhaupt nicht rein, oder? Kann ich ihn einfach nur so abschießen? Niemals. Alter. Ja, toll. Gut geschaut. Oh, der ist drin gelandet. Ich kann durch die Gitter... Okay, ich kann tatsächlich durch die Gitter schießen. Aber das kann doch nicht... Ach so, ja, dann muss ich da davor rumfliegen. Oh Gott. Ja, jetzt ist schief gegangen. Ah, das heißt, ich muss... Ich muss da echt einfach durchschießen. Ich meine, ernsthaft? Lel. Ich habe die Gitter halt nicht als so einfach umgehbares Hindernis definiert. Aber okay. Jetzt frage ich mich, wo hier eine Truhe noch auftauchen soll. Aber ich werde jetzt auch nicht ewig suchen, wenn ich jetzt keine finde.
Ach so. Das war ja einfach. Ah, kann ich nicht mitnehmen. Ist sicherlich die einzige Truhe, aber ich kann es halt nicht mitnehmen. So, aber diesmal nehmen wir das richtige Schild wieder mit. Nicht so wie das letzte Mal. Das habe ich immer noch nicht nachgeschaut, aber mittlerweile ist es sicherlich weg, selbst wenn es dort liegen geblieben wäre. Boah, das war eine der blödsten Aktionen, ey. Das teure Antikschild einfach liegen lassen. Ich weine immer noch. Wie kann man so blöd sein? 41 Minuten, okay, wir gehen nicht mehr zum Drachen. Das heißt, die anderen zwei Zeichen beim nächsten Mal. Hoffentlich, falls ich das dritte finde. Das dritte wird interessant, weil ich da echt noch keinen Anhaltspunkt habe. Außer, dass es im Schnee ist. Das hilft mir nicht so viel. An der Karte habe ich halt nichts erkannt. Naja, wir werden sehen. Aber es darf nicht, eigentlich darf es nicht im Hebragebirge sein. Es müsste ich in dem Bereich bleiben. Also wird es vielleicht trotzdem irgendwie möglich sein. Na gut. Wenn ich gerade schon drüber rede, will ich jetzt einmal nachschauen, ganz schnell. Welcher Schrein war das denn? Das war der mit dem Fingerspitzengefühl. War das der erste? Da steht's ja, Fingerspitzengefühl. Aber ich bin dann ja auch mehrmals gestorben wieder. Nee, bin ich nicht. Kann ich nicht sein, sonst wäre der ja. Ach doch, ja, dann habe ich den natürlich nicht mehr mitgenommen. Ah, ist doch scheiße. Ich will mein Wächterschild, mein Antikschild wieder haben. Ah, ist doch Kacke. Ist ja nicht so, dass der voll teuer ist. Mann. Das, ausgerechnet den habe ich liegen lassen. Ey, wie kann man so blöd sein? Das war er ja gar nicht. Oh, guten Morgen. Innehalten war es natürlich. Der mit den Stacheln halt am Anfang. Ich dachte, das war Fingerspitzengefühl. Das ist natürlich Schwachsinn. Nur Unfug mache ich schon wieder. Nur Unfug. Da drüben liegt jetzt besser mein Schild. Was natürlich Schwachsinn ist, aber einmal muss ich einfach rüber gucken. Das kann aber halt echt nicht sein. Ich meine, es wäre cool, wenn das Spiel sich das merken würde. Aber das ist utopisch.
Das hat nicht mal mehr eine Truhe. Doch, die Truhe ist noch da. Da ist nicht mal mehr eine Truhe. Ja, genau. Das ergäbe auch total viel Sinn. Mensch, da liegt ja gar kein Schild mehr. Das ist aber schade. Warum bin ich da jetzt hin? Aua. Aua. Gottes Willen. Das war ja damals so blöd, weil es immer One-Hit war, weil ich aus irgendwelchen Gründen hier einfach... Ach nee, es musste One-Hit sein. Es musste One-Hit sein. Ich wollte gerade sagen, ich bin immer mit ganz wenig Energie rein. Ist Schwachsinn. Es musste One-Hit sein. Es war ja die Challenge. Es war ja die Challenge. Ja, natürlich. Jetzt ist es einfacher. Aus ganz ominösen Gründen ist es jetzt plötzlich einfacher. Hm, verstehe ich gar nicht. Mit dir haben wir alles geklärt, oder? Yes, yes. Oh. Ja, aber das haben wir doch alle schon gelesen. Oh. Oh. Das kenne ich schon, oder? Eine stolze Maschine, wie die vier Titanen heiliger Art. Geduldig des Helden kommen harret. Lautes Brausen verkündet ihr Erwachen. Doch fürchte nicht ihre grimmige Statur. Und spüre den Atem der Wildnatur. Hm. Aber wenn es die Aufzeichnung seines Meisters sind, dann wird das wahrscheinlich... Dann wird es wahrscheinlich damit zusammenhängen mit den Sachen, die wir gerade machen die ganze Zeit. Ja, ich gehe ja schon weg. Dann nächstes Mal hier bei der Schlucht der Drache. Das machen wir dann als nächstes, auf jeden Fall als erstes. Ah, guck mal, das ist auch das Hebra-Gebiet. Das ist dann schon... Ja, das kann dann schon sein. Naja, dass das hier irgendwas im Schnee... Da sind die Platten! Da sind die Platten, ganz eindeutig. Okay, das ist das Hebra-Gebiet, ganz eindeutig. Oh, Gott sei Dank. Das heißt, das ist hier irgendwo. Und das ist dann da, wo ich den Schrein hin platziert habe. Perfekt, also wo der Schrein ist. Das ist ungefähr da in der Nähe. Ja, sehr schön. Machen wir beim nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.